Bei den Surrealisten spielen künstlerische Techniken eine starke Rolle, bei denen die rationale Kontrolle des Künstlers selbst erst einmal ausgeschaltet werden. Dazu gehören zum Beispiel Klecksbilder, es gibt sogenannte Dekalkomanien, wo ein Farbklecks auf ein Papier aufgetragen wird, man ein anderes drauf tut und es auseinanderzerrt. Wir kennen das zum Beispiel als Rohrschachtest auch in der Psychologie oder eben einfache Kleckse, die irgendwo aufgebracht werden und aus denen dann etwas weiterentwickelt wird. Bei all diesen Techniken geht es letztendlich darum, die rationale Kontrolle des Künstlers, also desjenigen, der etwas produziert, auszuschalten, um dann erst in einem zweiten Moment zu schauen, was eigentlich entstanden ist und das dann weiterzuentwickeln. Dazu gehören eben zum einen der Klecks, aber es gehören auch automatische Zeichnungen bei den Surrealisten oder was Horst Janssen sehr gerne gemacht hat. Er hat sozusagen Beschädigungen von Papier oder von einer Radierplatte aufgenommen und die dann weiterentwickelt. Zum Beispiel hat er gerne eine Kupferplatte genommen, in die er später radiert hat und hat sie erstmal übers Asphalt geschlittert oder schlittern lassen und dann geschaut, was da an Kratzern drauf war, an Schadstellen und daraus dann etwas entwickelt. Und so sind zum Beispiel in den 50er Jahren eine ganze Serie von sehr schönen Radierungen entstanden mit Fabelwesen, mit Rotkäppchen und sonderbaren Figuren, die geheimnisvolle Dinge tun und die auch sehr beliebt damals waren.